So, wir werden es so machen, ich spreche natürlich in Deutsch, weil wir die Ukraine kennen, sie sehen. Und wir werden so ein bisschen die Marina bitten, dass sie auch übersetzt für sie alles. So, ich begrüße zunächst einmal alle Anwesenden, begrüße die Vertreter der Presse und ich begrüße natürlich auch die Flüchtlinge, die hierher gekommen sind, um ihre Solidarität mit dem Projekt zu bieten. Вітаємо всіх, вітаю пресу, вітаю нас, вітає, і дякуємо вам за те, що ви прийшли, що ви солідарні з нами. Ich darf jetzt einmal, ohne dass du übersetzt, weil das, was ich sage, für die Flüchtlinge nicht neu ist, aber für die Pressevertreter, zunächst einmal eine kleine historische Reminiszenz beginnen. Nein, musst du das nicht sagen. Jetzt musst du, also das kennen sie eh, ich sage das nur für die Pressevertreter. Ja, und зараз Christian буде розказувати ці питання, це особливо для преси. Те все, що ви знаєте, я просто хочу, щоб люди знали, ці люди нові, які до нас прийшли з медіа. Ja. Ви це все знаєте. Die Geschichte kennen viele, ja, aber die Damen kann der Presse möglicherweise nicht. Sie hat so begonnen, dass es eben bekannterweise am 24. Februar 2022 den Kriegsbeginn gegeben hat. Und innerhalb weniger Tage sind viele Flüchtlinge nach Österreich gekommen. Aufgrund familiärer Beziehungen haben wir uns zunächst einmal privat um die Flüchtlinge gekümmert, soweit wir es in unseren eigenen privaten Räumlichkeiten konnten. Und nachdem es immer mehr geworden sind, dann sehr, sehr viele geworden sind, haben wir einen Bekannten, den Herrn Magister Steiger, gefragt, ob wir die Lokalität, die hier existiert, nämlich die Fazilität des Campus Wienerwald, für ein Flüchtlingsheim adaptieren können. Nachdem er dazu gestimmt hat, hat es dann auch verschiedene Vereinbarungen gegeben. Das hat auch eine Zusammenarbeit mit der zuständigen Landeseinrichtung, dem Fachreferat für Flüchtlingswesen in Niederösterreich gegeben. Zunächst einmal waren dann 80, 90 Leute da. Es hat dann eine Schlüsselsituation gegeben, wo uns ein Vertreter der Landesregierung angerufen hat und gesagt hat, könnt ihr da noch mehr Flüchtlinge aufnehmen, wir würden die gerne zuweisen, weil die Landeshauptfrau das möchte. Und da haben wir gesagt, ja, Frage wie bei der Tante Jolisch im Prinzip, ja, aber wie viele und in welchem Zeitraum? Und die Antwort war 200 innerhalb von 48 Stunden. Das Haus war in einem kleiner Form betriebsfähigen Zustand, es mussten sozusagen Zimmer erst hergerichtet werden, die ganze Technik war in einem nicht betriebsfähigen Zustand. Aber die sind tatsächlich in der Nacht der Nächte gekommen mit Autobussen, die das Bundesheer bereitgestellt hat, sind sie in der Nacht Tempel angeliefert worden, mussten von uns registriert werden, wovon wir damals noch nichts verstanden haben. Und es musste die Administration und es musste auch der gesamte Betrieb einer Versorgung von vielen Menschen in Angriff genommen und auch durchgeführt werden. Wir haben dann noch eine weitere Anfrage bekommen. Diese Anfrage hat sich auf die Frage bezogen, ob man darüber hinaus auch noch viele andere nicht-ukrainische Flüchtlinge aufnehmen kann. Und da haben wir gesagt, erstens einmal gibt es von den Kapazitäten nicht. Und zweitens einmal ist es unmöglich, sozusagen eine große Zahl von alleinstehenden Männern aus unterschiedlichen Kulturkreisen in eine Fazilität hineinzubekommen, in der es vorwiegend Frauen und Kindern, respektive auch ältere Leute, die schutzbedürftig sind, das passt nicht. Das war so ein bisschen eine Friktion zwischen dem Wunsch, der uns da eingetragen wurde, und den Möglichkeiten, die wir auf Dauer eben durchführen können. Und es hat dann einen Zeitpunkt gegeben, da mussten wir von der Modalität der sogenannten Vollversorgung, die ja nicht auf einem Vertrag beruht hat, sondern auf der tatsächlichen Gefahren der Landesregierung, in eine andere Modalität überwechseln. Die Begriffe sagen nichts, wenn man sie nicht kennt. Diese andere Modalität heißt Grundversorgung. Die Flüchtlinge bekommen Bestandteile aus der Grundversorgung für die Miete und für das Essen. Und sie bezahlen damit Verträge oder sie bezahlen damit die Bewohnung, die Versorgung und die Energieberechnung. Jedes Flüchtlingspaar oder jede Flüchtlingsfamilie hat einen Vertrag. Oder haben drei Verträge. Und daher ist sozusagen die Basis dieses Flüchtlingsheims eine zivilrechtliche, keine öffentliche Ordnung. Das Flüchtlingsheim Campus Wienerwald hat zu öffentlichen Einrichtungen des Landes zum Beispiel oder anderen keine rechtliche Beziehung. Daher kann
sozusagen die öffentliche Hand auch in den Betrieb dieses Flüchtlingsheimes nicht eingreifen. Sondern sie haben, wie gesagt, die Zuzahlung der Grundversorgung und die Grundversorgung hängt mit den Verträgen zusammen, die sie hier haben. Das Haus und die Trägerfirma dieses Hauses, nämlich die Steirer Immobilien GmbH und Co. KG, war bereits zu dem Zeitpunkt, zu dem wir hier eingezogen sind, hochverschuldet. Es hat einen großen siebenstelligen Betrag, also einen großen beträchtlichen Millionenbetrag gegeben, der damals bereits aushaftend war. Also es war eindeutig überschuldet. Es konnte sozusagen diese Schuld nicht gegeben werden. Wir haben damals am Anfang dazu beitragen müssen, dass ein Konkursantrag, der bereits damals gegen die Steirer GmbH gestellt wurde, nämlich im März 2022, sozusagen durch unser Zutun reguliert werden konnte und die Firma überhaupt weiter existiert hat. In der Zwischenzeit hat sich das Heim sehr, sehr gut entwickelt. Das Heim ist Zufluchtsstätte für viele Flüchtlinge aus den Kriegsgebieten geworden. Wir haben es geschafft, die Technik in einen betriebsfähigen Zustand zu bringen. Das war sehr aufwendig und das passiert auch jetzt noch täglich. Was die Heizung betrifft, was die elektrische Anlage betrifft, was bauliche Substanzteile betrifft und ähnliches mehr. Und wir haben, so glaube ich sagen zu dürfen, ein Musterprojekt zu leben gebracht. Ein Musterprojekt, nämlich in dem nicht nur einfach gelebt wird, gegessen wird, gekocht wird, sondern in dem darüber hinaus viele Leistungen erbracht werden, die sonst in dieser Form nirgendwo erbracht werden, nämlich medizinische Leistungen, die im Haus stattfinden, medizinische Betreuungen, die in Zusammenarbeit mit den Spitälern stattfinden, medizinische Leistungen, die im Zusammenhang mit Fachärzten stattfinden, Fachendienste jedweder Art, eine Kooperation mit 8 Schulen, jeder sieht sozusagen, wir sind keine schulpflichtigen Kinder, wir sind natürlich heute erst in der Schule, weil Vormittag ist. Die Schulen sind in Lenkbach und in St. Pölten und es gibt eine exzellente Zusammenarbeit mit den jeweiligen Direktionen dieser Schulen. Also es ist ein Organismus gewachsen, der sehr gut funktioniert und der natürlich dank der Mithilfe vieler Leute, die hier im Haus untergebracht sind, ein sehr, sehr hohes Effizienzniveau hat. Man darf auch nicht vergessen, dass von dem wenigen Geld, das hier zur Verfügung steht, ein großer Teil in die Löhne und in die Beiträge für die Flüchtlinge, die hier selbst arbeiten müssen, eintritt. Das ist erstens einmal, was den ganzen Bittenbereich betrifft, oder soweit die Arbeit ein gewisses Ausmaß überschreitet, sind es auch mittlerweile ganz normale Dienstnehmer, die auch angemeldet sind und daher sozusagen auch Arbeitsunfälle sind. Faktum ist folgendes: vor wenigen Wochen hat die Steirer Immobilien GmbH und Co. KG Konkurs angemeldet. Und sie hat Konkurs angemeldet mit folgender Vorgeschichte. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, das zu wissen. Die Vorgeschichte besteht darin, dass wir natürlich in Übereinstimmung mit dem Mehrheitseigentümer auf Investorensuche waren, weil wir gewusst haben, auf Dauer ist dieses Projekt natürlich nicht aus den Subsidien der Flüchtlinge zu finanzieren. Es sind weiterhin sehr große Renovierungsarbeiten erforderlich. Es sind ganz wesentliche technische Erneuerungen erforderlich. Und das ist natürlich sozusagen aus einem Flüchtlingsbetrieb nicht möglich. Wir haben Gespräche mit einer Reihe von Interessenten geführt, die sich dafür interessiert haben, zu sagen, wir wollen das Gebäude auch multiple nutzen. Einerseits weiterhin als Flüchtlingsheim, aber auch andererseits für andere Städte, für Bildungseinrichtungen, für Kommunikationseinrichtungen, für technische, auch medizinische Einrichtungen. Also die Konzepte, die hier ausgebildet worden sind, sind aus unserer Sicht sehr, sehr gut gewesen und sind es nach wie vor. Das Problem ist nur, wir haben einen substanziellen Fehler gemacht, der hat dahin bestanden, wir haben uns für den falschen Investor entschieden. Und dieser Investor ist nach kurzer Zeit untergetaucht, ist nicht mehr verfügbar gewesen. Er hat einen Strohmann vorgeschickt. Dieser Strohmann hat die Geschäftsführung der Kommanditgesellschaft offiziell übernommen und hat dann Konkurs eingereicht. Und er selbst hat sich zurückgezogen. Ich darf gleich dazu sagen, es ist nicht so, dass es nicht ganz genau dokumentierbar ist, wer dieser sogenannte Investor ist. Er wurde ja auch immerhin offiziell vorgestellt oder er hat sich auch selbst vorgestellt.
Und er hat sich auch Behörden verbessert und verbessert der Politik selbst vorgestellt, dass er darüber besteht, kein Zweifel, wer der Mann ist, der hinter dem dann stattgefunden hat und vorgemessen steht. Wir haben sehr redlich gehandelt, weil wir haben eine Modalität ausgemacht, die darin besteht, dass dieser sogenannte Investor die Anteile der Firma um einen symbolischen Euro übernimmt, aber sich verpflichtet, die Verbindlichkeit in der BCBA und Coca AG bis zu einem Betrag von 5 Millionen Euro zu übernehmen. Dieser Verpflichtung hat er sich entschlagen, was natürlich eine schwere strafrechtliche Hintergrundstruktur hat, ist untergetaucht und hat sozusagen jetzt zugesehen, wie die Schwulsarbeit von der Masseverwalterin in Angriff genommen worden ist, die heute unter uns ist. Und die besteht darin, natürlich, wenn man ein Haus verkaufen will, ja, wenn man ein Haus verkaufen will, dann kann man es nur dann gut verkaufen, wenn es leer ist. Ja. Wenn ich da Bestandsverträge drinnen habe, dann kann ich es nicht gut verkaufen. Also das ist eine Frage des Geldes, das ich dafür bekomme. Der schmutzige Trick ist sozusagen nicht zur Kenntnis genommen zu haben, dass die Flüchtlinge, die hier sind, unabhängig von der Frage des Insolvenzverfahrens, gültige Mietverträge haben. Und man darf eines nicht vergessen, viele von denen, die hier sind, das wisst ihr auch ganz genau, sind mittlerweile ja auch schon im Mietrechtsgesetz drinnen, das heißt, so einfach geht es überhaupt nicht. Und um festzustellen, ob das gültige Mietverträge sind oder nicht, ist in einem Rechtsstaat Österreich, von dem noch gewisse Rechtsbestandteile möglicherweise vorhanden sind, die Notwendigkeit, das gerichtlich klären zu lassen. Ja? Es muss gerichtlich geklärt werden, inwieweit die Verträge gültig sind oder möglicherweise nachgewiesen, dass sie nicht gültig sind, wovon wir nicht ausgehen. Aber das, was stattgefunden hat, ist in der Folge ein politischer und ein auch persönlicher Skandal. Die Masseverwalterin, die hier sitzt, hat versucht oder in Angriff genommen, die Landesregierung in Dienst zu nehmen, um uns einfach auf der faktischen Ebene in Betrieb zu setzen. Sprechen wir das nochmal ganz genau auf die Wissenschaft. Sie wissen ganz genau, weil Sie sind Juristin, Sie hätten, es wäre notwendig, kleines Rede, Sie dürfen ja nicht reden. Sie dürfen ja nicht reden. Frau Meister, ich gebe Ihnen das Wort hier nicht. Ja? Nur zur Kenntnis zu nehmen. Ja? Sie sind hier Gast, Sie können zuhören, aber ich gebe Ihnen das Wort, wenn ich will. Nein, Sie reden jetzt nicht, weil jetzt rede ich. So, das heißt, die Kette des Amtsmissbrauchs und das, was hier stattgefunden hat, ist schwerer, kapitaler, politisch verantwortbarer Amtsmissbrauch. Besteht darin, der Landesregierung gegenüber die Fiktion gemalt zu haben, dass diese Verträge nicht mehr gültig sind. Das ist natürlich ein Blödsinn und weder die Landesregierung noch geschweige denn die Masseverwalterin hat die Möglichkeit, das juristisch zu erkennen. Noch sind wir im Rest eines Rechtsstaates und noch hat das ausnahmslos ein ordentliches Gericht zu bestimmen. Auch die Landesregierung kann das nicht bestimmen. Die Landesregierung ist nicht befugt, die Beurteilung von zivilrechtlichen Verträgen vorzunehmen. Sie ist schlicht und einfach nicht befugt. Aber sie hat sich auf dieses Spiel eingelassen. Das ist ein böses Spiel, das auch böse politische Konsequenzen hat. Und das Spiel besteht darin, dass tatsächlich in einem Akt des unglaublichen Übergriffs und des unglaublichen kapitalen Amtsmissbrauchs die Grundversorgung eingefroren wurde und das Recht der Flüchtlinge, Grundversorgung in Anspruch zu nehmen, sozusagen plötzlich faktisch beendet wurde. Wir wissen genau, wie das zustande gekommen ist. Über eine Intervention der Fachabteilung bei der Bezirkshauptmannschaft, die in mittelbarer Bundesverwaltung die Gestion der Auszahlung dieser Bestandteile aus der Grundversorgung vorzunehmen. Das ist ein eklatanter Unrechtsakt und es ist die Verwirklichung schweren Amtsmissbrauchs. Das wird auch die entsprechenden Konsequenzen haben. Natürlich kann man auf der faktischen Ebene einiges machen. Ja, man kann sozusagen durch Akte des unqualifizierten Drucks und der Erzeugung von kann man Verhältnisse schaffen, in denen ein Projekt schwerstens beschädigt wird. Damit auch die Leute, die hier sind, schwer beschädigt. Und man muss schon sagen, was hier läuft, ist nicht einfach Unrecht und Amtsmissbrauch, sondern es ist die Bevorzugung von Spekulationsinteressen gegenüber den Interessen von schutzbefohlenen Flüchtlingen. Man darf ja nicht vergessen, welche Relation hier vorliegt.
Die Relation besteht darin, dass hier Leute sind, die integriert sind mittlerweile, die hier Arbeitsplätze haben. Denn viele übrigens sind hier, die keine Grundversorgung beziehen, sondern bereits ganz offiziell und formal am österreichischen Arbeitsmarkt hier in der Gegend Arbeitsstätten bekommen haben. Die aber trotzdem wissen, dass die Verhältnisse hier so gut sind, dass sie bleiben und einfach ihren Betrag aus den, nicht aus der Grundversorgung, sondern aus dem von ihnen in Anspruch zu nehmen, Erwerbseinkommen. Also das kommt sozusagen noch dazu, dass hier viel getan wird, um die Leute zu integrieren. Es besteht sozusagen ein eminentes öffentliches Interesse, das fortzusetzen. Es besteht ein eminentes öffentliches Interesse, das fortzusetzen, weil hier viele Dutzende Kinder in den Schulen untergebracht sind. Ich habe schon vorhin gesagt, innerhalb von ganz kurzer Zeit wurden sie eingeschult. Viele können schon sehr, sehr gut Deutsch. Viele werden nächstes Jahr mit der Schule beginnen, weil sie jetzt im Semester nicht schon anfangen konnten. Aber sozusagen, hier sind innerhalb von 8 Schulen eine große zweistellige Zahl von Schülern untergebracht. Also das gesamte Gefüge, das hier entstanden ist, inklusive aller Versorgungseinrichtungen und aller Leistungen, die hier zum Beispiel gegenüber den Kranken gemacht werden. Wir haben leider in den letzten Monaten zwei sehr, sehr bedauerliche Todesfälle gehabt. Das war absehbar, aber die beiden Mitbewohner waren sehr schwer krank. Und daher war das absehbar, dennoch ist es immer ganz, ganz schmerzhaft, wenn es passiert. Aber wir haben nach wie vor eine Reihe von Onkologiefällen hier. Wir haben Pflegefälle im Haus, die der ununterbrochenen Obsorge bedürfen. Und es ist nicht so wie in den großen Einrichtungen, die hier an diesem Akt der Willkür und des Amtsmissbrauchs mitmachen, wie zum Beispiel die Diakonie. Ja. Die Diakonie ist ein großer Verein, der eigentlich formal privat nach Privatrecht organisiert ist, ein Verein, der aber ein Teil der Flüchtlingsindustrie ist. Und mit dieser Flüchtlingsindustrie arbeitet die Landesregierung zusammen. Und zwar warum? Und das gehört jetzt auch mal ausgedrückt. Warum? Diese Einrichtungen wie die Diakonie, die in einem Vertragsverhältnis mit der Landesregierung sind, bekommen pro Tag, pro Flüchtling 26 Euro. Das, was hier aus unserem Modell herauskommt, sind 11 Euro pro Tag, pro Person. Für die Unterbringung, für die Energieleistung, für die unglaubliche Obsorge, die hier stattfindet, für eine Küche, die, glaube ich, sehr gut ist. Da hat sich noch nie irgendjemand beschwert, ganz im Gegenteil, da sind wir mittlerweile berühmt dafür. Aber auch für die vielen Dienste, die notwendig sind, um Kranke und Pflegebedürftige sozusagen am Leben zu erhalten. Für diese Leistungen, wenn das in einem Heim, zum Beispiel der Diakonie, der Caritas oder des Arbeitersamariterkollegs ist, für diese Leistungen bekommen die noch separat bezahlt. Ja, nicht aus den 26 Euro. Für die Fahrtendienste, für die Betreuungen, für die Übersetzungsdienste, für die Dolmetschdienste, die werden hier hausintern gemacht, ohne dass dafür ein einziger Euro bezahlt wird. Und jetzt sage ich in Klammer etwas, was Sie bitte ganz schnell wieder vergessen, sonst wird es nach einem Lob. Reinhard Fellner und ich sind hier seit 25 Monaten im Einsatz. Reinhard Fellner hat seine Pension, bekommt keinen einzigen Groschen, auch nur irgendeiner Art von Spesen oder sonstigen Ersatz. Und ich habe eine Spesenpauschale inklusive Benzinrechnungen von 4 oder 85 Euro. That's it. Ja? Das ist es. Währenddessen in den offiziellen großen Flüchtlingseinrichtungen, ja, die von den bevorzugten Mitgliedern der Flüchtlingsindustrie betrieben werden, also ich habe die schon genannt, werden die Herrschaften natürlich alle entsprechend abgegolten. Es sei ihnen gegönnt, wenn sie das bekommen. Aber da muss man schon die Frage stellen, ist das alles im Sinn der öffentlichen Hand? Ist das alles im Sinn der Republik Österreich? Und ist das, was jetzt passiert, im Sinn der Republik Österreich, eine bestehende, hervorragend funktionierende Gemeinschaft zu zerstören, aufgrund von vordergründigen materiellen Interessen eines Stakeholders? Und noch einmal, die Frau Magister Witzmann, die hier, oder Frau Dr. Witzmann, die hier sitzt, ist keine Behörde, sondern sie ist Partei. Sie vertritt Interessen der sogenannten Gemeinschuldnerin, also des in Konkurs gegangenen SMBH und Druckartikel. Ja? Sie hat keine wie immer geartete Weisungsbefugnis, hier sozusagen in öffentliches Recht einzutreten. Wenn sie etwas erreichen will, um das Massevermögen zu maximieren, dann muss sie das im Zweifelsfall auf dem Gerichtsweg machen, so wie das in einer normalen, einigermaßen funktionierenden rechtsstaatlichen Gesellschaft der Fall ist. Ja? Das hat sie nicht gemacht, sie hat bewusst sozusagen zum Amtsmissbrauch angestiftet, schreiben Sie das mit, Frau Hahn. Ja.
zum Amtsmissbrauch eingestuft wird. Und dieser Amtsmissbrauch hat stattgefunden, indem jetzt die Grundversorgung der Flüchtlinge sistiert worden ist. Widerrechtlich sistiert worden ist, weil es gibt formal gültige Verträge. Und weder die Landesregierung noch die Frau Magister Witzmann haben die Möglichkeit, darüber zu entscheiden, ob sie formal gültig sind oder nicht. Frau Magister Witzmann, da müssen Sie sich des Gerichtsweges bedienen. Um das ich habe Ihnen das Wort jetzt nicht erteilt. Sie sind jetzt schon hier. So, das ist die Situation. Ja. Alle Leute, die hier sind, wissen, was auf dem Spiel steht. Nicht nur, was die Versorgungssituation im Haus betrifft, sondern was das gesamte Beziehungsgefüge ist. Das gesamte Beziehungsgefüge, das mit den örtlichen Behörden sehr, sehr gut funktioniert hat. Ausnahmslos. Die sind ganz glücklich, wenn sie mit uns zusammenarbeiten, weil wir die entsprechenden Vorbereitungen machen. Auch die Ärzte sind glücklich, weil wir die Dokumentationen so machen, damit sie damit auch arbeiten können. Auch diejenigen, die mit Pflege mittelbar oder unmittelbar zu tun haben, sind ganz glücklich, weil sie ganz genau wissen, dass ihnen hier viel Arbeit abgenommen wird. Also noch einmal, es ist im eminenten öffentlichen Interesse, es ist im Interesse der Flüchtlinge und es ist im Sinne der rechtlichen Situation, dass die Flüchtlinge hier aufrechte Verträge haben, die nicht willkürlich durch einen Einzelakt ausgesetzt werden. Es ist im Interesse all der Genannten, dass diese Einrichtung in der bestehenden Form vorliegen kann und auch weiter bestehen und arbeiten kann. Es darf nicht sein, dass quasi das Zusammenspiel zwischen der Vertretung von Profitinteressen oder von rein finanziellen Interessen einzelner Stakeholder mit amtsmissbräuchlich agierenden Einrichtungen der öffentlichen Verwaltung. Und ich betone das noch einmal, ich bin da gern bereit, das vorliegen zu wiederholen. Amtsmissbräuchlichen Verwendungen von willkürlicher Macht, ja, zum Zweck der Zerstörung eines bestehenden Gefüges, das im höchsten Ausmaß im öffentlichen Interesse ist. Und wir bitten die Medienvertreter, das auch entsprechend zu Gehör zu bringen. Es ist ein politischer Skandal, und es ist ein juristischer Skandal, dass wir überhaupt in diese Situation gekommen sind. Die Flüchtlinge hier haben nicht vor, aufzugeben. Die Flüchtlinge denken nicht daran, dass sie sich unter dem Druck von Willkür und von Unrecht in die Defensive bringen müssen. Wir werden ihnen dabei behilflich sein, diesen Status zu verteidigen. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass das gelingen wird. Wir haben Frau Magister Witzmann mehrfach die Hand ausgestreckt, sie wollte ja kein Gespräch mit uns führen. Ja, also gesagt, ich mache das ganz ohne irgendwelche Kontakte mit denjenigen, die hier angesiedelt sind. Ich ziehe meine Agenda einfach durch. Ja. Also es hat mehrere Versuche gegeben, die Frage zu stellen, wie kann man in einer konstruktiven Form behilflich sein, durchaus im Sinne der Masse, ja, durchaus im Sinne der Interessen der Gemeinschuldigen, Dinge zu tun, die der Masse dann zugutekommen. Ja. Aber das hat sie nicht gewollt. Sie hat sich dafür entschieden, dass sie mit Leuten zusammenarbeitet, die sozusagen von vornherein ein perfides Spiel getrieben haben. Frau Magister, mittlerweile können wir das auch sehr gut bewerten. Ja? Also seien Sie vorsichtig, wir reden nicht über Dinge, über die wir keine Gesellschaftsarbeit haben. Ja? Bitte? Nein. Nein, Sie sind nicht an Bord, Sie sind dann an Bord, nicht mehr an Bord. So, jetzt möchte ich zunächst einmal fragen, ob jemand von den Flüchtlingen das Bedürfnis hat, du würdest es dann übersetzen, etwas dazu zu sagen. Kannst du das fragen, wenn dir jemand von den Семья два человека. Слепов Григорий Дмитриевич, фамилия не твоя. Акунзипцикьяра. Начало кризиса, начало России напало на... Напала Россия 24 февраля на 22 року на Україні. Ми були в Харківській області. Війни ми це розчитили. Давай, я за вас зруйнували наш дім,
И мы вынуждены были текать поэтому. Текало по Украине. 3 месяца были по Украине, и поскольку переехали сюда, в Африку. Давайте я зараз переплету і далі. Also am Anfang des Kriegs, sie haben verloren Haus. Sie haben alles verloren. 3 Tage waren sie in die Ukraine, nach dem, wenn beginnt Krieg, und dann fahren sie zu uns. Розкажіть, я вже знав, що ви говорите. Потім ми попали, коли попали сюди, ви в Варшаві, і ми попали сюди, ви в Кампус. Дуже нам тут було, прийняли ми дуже добре. І прожили ми вже, от 10 июня буде 2 роки. Все було добре. Покав, і медицинське обслуговування було для сім'ї. І і з питанням все було добре. І які питання виникали, всі активно зрішалися. Wir wohnen da seit 2 Jahren und seit 2 Jahren wir sind zufrieden und jede Frage, was haben wir, alles war erledigt und wir verstehen nicht, was es los ist. Значить, я вам розказую, це жінка, вона та людина, яка займається зараз кампусом, яка робить все для того, щоб ми звідси виїхали. Це тоді у мене питання, на якому основі я вирішив статус біженця, що мені не платять гроші? Давай, ну чекайте, хто хоче? Окей, Альона. Ну давай, Альона, потім Аня. Ich bin insolvent.
Insolvenzverwalterin und habe jetzt die Pressekonferenz, weil wir gestern nicht auf die Liegenschaft durften, genutzt, um mit den Ukrainern, wo ich hoffte, dass sie tatsächlich anwesend sind, zu sprechen und kurz eine Erklärung abzugeben. Würden Sie das bitte übersetzen? Значить, вона ця жінка, яка займається цим кампусом, який зараз пішов банкротство, і вона, значить, прийшла сюди на цю прес-конференцію, тому що вчора вони не могли поговорити, зараз вона хоче розказати все, як має відбуватися. Man ist der Seite so frech, dass ich die Interessen der Gläubiger wahrnehme, der Masse wahrnehme. Значит, мені скажіть, має якби рацію, то я представляю інтереси тих людей, тих боржників, яким заборгувала оця організація, ця фірма гроші. Das Konkursverfahren wurde am 22.04.2024 eröffnet und nicht zur Masse. Значить, фірма пішла в конкурс, фірма ця ГСМБХ, я вам просто розказую. Так, тільки ради відправити, яка фірма? Ця фірма, якому належить також кампус. Значить, те, що ми вам розказували, що зараз ця фірма, якій належить кампус, вона в банкротстві. Ця жінка, вона представляє цю фірму. 22-го, 4-го місяця її офіційно оголосили банкротом. Die Insolvenzverwalterin, also ich, bin verpflichtet zu untersuchen, welche Verträge gibt es auf diesem Campus und welche Vertragsparteien gibt es. І, значить, ця людина, яка представляє інтереси, вона, значить, повинна знати, які контракти тут в кампусі підписані, які взагалі які будь-які операції, які будуть проводитися з того дня 22-го, вона має контролювати. Ich bin an den Herrn Magister Seitz und an den Herrn Ingenieur Fellner sowohl persönlich als auch schriftlich herangetreten, dass sie mir Listen schicken und die Verträge schicken, Mietverträge, Infrastrukturverträge, um zu schauen, wer hat hier tatsächlich einen Vertrag nicht vergeben. І, значить, вона координувалася з Крістіаном із Рейнхардом, і також вони розмовляли особисто, також вони писалися. Вона попросила, щоб він надав інформацію, які тут контракти, які там інфраструктура, цих три контракти, що ми маємо. Тобто попросила надати таку інформацію. Diese Information ist mir trotz Aufforderung nicht zur Verfügung gestellt worden. Інформацію цієї не надали. Dementsprechend weiß ich nicht, wer hier tatsächlich aufrechte Verträge hat. І вона абсолютно не знала, хто тут, який має право на які контракти. Hinzu kommt, dass mit Insolvenzeröffnung die Verträge mit der ISÖ aufgelöst sind. Zwischen der KG und der ISÖ. І, значить, контракт, про який ми говорили, KG і ISO, він був анульований. Die ISÖ hat nichtsdestotrotz die Mieten der Flüchtlinge für Mai einkassiert und nicht an die Masse weitergeleitet, weil sie das Geld nicht einkassieren dürfen, sondern es weiter weggeleitet. Also die Flüchtlinge haben diese ungerechtigerweise gezahlt, die diese ungerechtigt diese Gelder entgegenzunehmen und diese hat die Gelder nicht herausgegeben. Ага, значить, за май ті гроші, які виплачувалися всіми нами, значить, треба було передати не ІЗО, а треба було передати їм. ІЗО це зробило. Wer ist mein Vertragspartner von Ihnen und haben Sie Ihre Mieten tatsächlich zu Recht bezahlt oder nicht? І вона не знає, хто їхній, значить, виходить, вона якби зараз офіційно завідує цим всім, і вона не знає, хто її партнер. По договору, договори всі мають бути в неї, і вона не знає, заплатили ви чи не заплатили, або якесь питання зараз. І, значить, коли фірма в банкротстві, то є такий закон, що окремо назначається банківський рахунок, і на той банківський рахунок окремий, який нам взагалі не повідомили, не сказали, нараховується міте. Міте – це оренда. І виходить, якщо не сплачується
не сплачує, не сплачується оренда, виходить, що ми стали заручниками. Люди якби стали заручники, ми між духом фліста, між духом. Als Flüchtlinge sind jetzt so wie, wie sagt man, wie bei. Ja, ich habe es so gemacht, ich habe mit der Insel mehrmals nicht geteilt. Sie haben einen Betreuungsvertrag mit der Insel. Der Mietvertrag ist, wenn er noch aufrecht ist, in Höhe. Betreuungsvertrag ist mit der Insel, dass die Insel Ihnen bitte bekannt gibt, auf welches Konto die Mieten und die Beträge für die Infrastruktur zu zahlen sind. Stop. Ich darf Ihnen bei der Gelegenheit beschreiben, darf ich Ihnen bitten, dass Sie verschreiben und auch verteilen, dass Sie sagen, unterschiedlich auch nicht. Geben Sie das in die nächste Reihe, weil das ist absolut und haben Sie noch eine Frage? Also, übersetzt du jetzt bitte. Also, übersetzt du bitte. Die Frau Magister Witzmann spricht die Unwahrheit. Und sie weiß ganz genau, dass das, was sie jetzt gesagt hat, zielgerichtet dafür verwendet wird, um dieses Betriebssystem zu zerstören. Вона знає прекрасно зараз ту гру, яку вона грає її заради того, щоб досягнути своїх інтересів. Те, що вона казала, вона відповідальна за те, щоб ну, цю фірму розпродати. Sie weiß nämlich ganz genau, dass wenn die sogenannten Mieten an das Kantakonto der Masse gezahlt wird, der Betrieb innerhalb von einem Tag zusammenbricht. Weil dann kann hier nichts mehr finanziert werden. І вона, звичайно, дуже добре знає, коли будуть всі гроші переводитися на її рахунок, взагалі організація цього всього, що ми організували стільки років, воно піде все на дно. Sie weiß ganz genau, das hat sie auch explizit gesagt, dass sie möchte, dass wir diesen Betrieb hier weiterhin führen, damit er nicht zusammenbricht. Das ist die offizielle, lass mich ausreden. Bitte, ein bisschen Mindeststandard, das sind die Mitteleuropa, Frau Magister. Ich habe Sie nicht unterbrochen. Frau Magister, Sie sind nicht am Wort. Ich gebe das Wort hier und nicht Sie. Sie konnten sprechen. Das ist daher ein perfides, warte, das ist daher ein perfides Spiel, ja? Zu glauben, dass das Geld an die Masse gezahlt wird und der Betrieb weiterläuft. Die Bezahlung des Infrastruktur-, Energie- und Mietbeitrages ist ja nicht, dass die Masse ihre Gläubiger damit befriedigen können, sondern ihr zahlt es dafür, dass die Leistung erbracht wird, hier warme Wohnungen zu haben und den Betrieb zu bekommen, den ihr haben wollt. Каже, ми платимо ці гроші не для того, щоб вони свої проблеми вирішували, а ми платимо для того, щоб у нас була гаряча вода, щоб у нас була їжа, щоб у нас були ну, ці всі блага, які ми користуємося. Daher ist es aus der Sache der rechtlichen Konstellation notwendig, den Betrieb so weiterzuführen, wie es notwendig ist, damit die Verträge weiterhin eingehalten werden können. Sie kann sie ja nicht einhalten, sie will sie auch nicht einhalten. І виходить, і це, звичайно, для неї це не вигідно. Вона не хоче це робити, щоб це все надалі супроводжувалося. Але das Ganze ist ausschließlich dem Zweck gewidmet, hat nur den Zweck, dass sie faktischen Druck erzeugt, indem die Leistung nicht mehr erbracht werden kann. Und das ist der Zweck. Weil sie weiß ja ganz genau, wenn ich hier die Flüchtlinge jeden Tag hinschicke für die 20 Anfragen, die es jeden Tag in der Rezeption gibt, dann bricht ja ihre Klinik, ihre Kanzlei zusammen, vielleicht auch eine Klinik. Ja. Und каже, ihr Ziel, це просто, щоб ми, щоб нас все рухнуло. Nur deswegen, nein, Moment, ich bin noch nicht fertig. Nein, Frau Magister. Wir lassen uns das Papier.
sie entblößen sich als eine völlig unzivilisierte Dame, die nicht imstande ist, sozusagen die Spielregeln, die hier vorher schon zu erfüllen. Das ist, nein, nicht aber dieser Zeit, ich bin jetzt am Ort und ich organisiere die Moderationsverfahren. Wenn jemand Fragen hat, dann wird das nachgeschrieben können. Jetzt rede ich, kannst du bitte sagen, ich bin noch nicht fertig. Christian, schöne Zakinchik. Christian, hoche Zakinchik. Daher, aus dem, was ich jetzt gesagt habe, ergibt sich mit Notwendigkeit, dass dieser Vorgang rechtswidrig ist und dass es ein Amtsmissbrauch ist, auf der Behauptung der Frau Magister Witzmann, die eine Privatmeinung ist, das ist eine private Meinung, einen Rechtsakt zu setzen. Das ist ein, noch einmal. Ja, die Position der Frau Magister Witzmann ist eine Privatposition, eine Privatmeinung. Значить, позиція фрау магістер – це її приватна позиція, це її приватна думка, це, що вона думає, ну, її інтереси. Und wenn sie glaubt, dass sie diese Meinung durchsetzen kann, dann muss sie das dort tun, wo es in einem Rechtsstaat, wie die Republik Österreich ist, macht wird, nämlich bei Gericht. І, значить, якщо вона думає, що вона, ну, що це її думка, вона законна, ця думка, вона повинна цю думку свою озвучити в суді, через суд. Wir leben ja nicht in Djibouti, liebe Freunde. Aber die Frau Magister Witzmann macht, wie wenn wir in Djibouti leben. Wenn jemand eine private Position hat, dann steht ihm der Weg zum Gericht frei. Und das ist genau das, was sie nicht machen müssen. Sie hat auf willkürliche Weise, das heißt, in Wahrheit, in Umgehung der rechtlichen Notwendigkeiten, die Landesregierung angestiftet, amtsmissbräuchlich tätig zu werden. Ja. Получается, вона незаконно приказала сюда державні органи, щоб вирішити цю ситуацію. Nicht um es so zu machen, wie die Gesetze der Republik Österreich vorsehen. Nämlich auf dem Zivilgericht. Не так, як в цивільному суді це все має вирішуватися, такі питання мають вирішуватися. Sondern um durch Druck die Bude leer zu bekommen, durch diesen unglaublichen Druck, der hier aufgebaut wird und der mit Willkür erzwingen soll, was das Interesse просто der von mir vertreten hat. Получается, вона, ну, получается, що зробили отаке, що зараз відбувається, без відома, нас без відома всіх. Які наші дальніші шаги? Die Frage ist ganz einfach. Noch einmal, ihr habt rechtsgültige Verträge und diese rechtsgültigen Verträge sind nicht durch einen Willkürakt der Masseverwalterin zu gehen. Ви маєте контракти, діючі контракти, каже, це абсолютно законно. Ви маєте законно тут жити, Ich müsste das allerdings prüfen und unter anderem noch einmal, so wenn Sie die Mieten weiterhin an diese zahlen, ich habe aber eine entsprechende Strafanzeige, die aber was war eine Frage? Meine Frage. Also, Sie ja, haben die Miete und die Miete auch für was halten? Ja, sobald Sie Geld haben, die Miete ist aus Masse an der Konto zu zahlen und die Infrastruktur wird Gleiches gilt für Mai, der ist noch ausschließlich. Ich habe nichts am Konto und ohne Geld am Konto kann ich mir selbstverständlich keine Grundaufträge halten. Aber wenn das Geld aufs Konto ist, ich habe auch jemanden mit der Füße, kann ich leider nicht weiterarbeiten, vor dem Hintergrund, dass die Füße seit 2022 keine Abrechnungen gibt und keine Unterlagen zur Verfügung. Aber sagst du direkt, das ist die Unwahrscheinlichkeit. Ja, das ist absolut. Ja, das ist jetzt die Übersetzung.
твоє питання не дала відповіді. Вона сказала, що я не знаю, це на мені лежить тільки те, все, що я вважаю, що вийшла з держави. Es muss doch eine Liste geben an Personen, die im, am Campus sind, aufgeführt sind. Und es muss doch die dazugehörigen Mitglieder geben. Natürlich gibt es. Fragen Sie, oder vielleicht die Herrschaften werden auch die Verträge auch haben, bitte schicken Sie die Verträge an, die, an meine Kanzlei. Sie haben jetzt ein Schreiben erhalten, ich habe jetzt meine Mailadresse gehabt, bitte schicken Sie mir Unterlagen. Ich habe keine Unterlagen und ohne Unterlagen bin ich nicht. So, gut. Jetzt ist schon. Ja, da, ja, она сказала, что die контракты все, и там контракты, чтобы она мало понятия, что взагалі має бути бумага. Ну, мы сделаем за три чая. Она Что дальше делать? Вы правильно задаете. То есть мы не получим, мы проживем, мы сейчас не получим, вы не занимаетесь деньги. Этому и что потом дальше будем делать? И вот потом мы будем... И что мы будем делать на тоже умеется Понимаете? Чекайте, зараз Крістіан хоче стати, бо його просто на телебаченні. Він сьогодні інтерв'ю дає на телебаченні. Ми можемо бачити. Ich bedanke mich jetzt für die Teilnahme, ganz herzlich. Ich muss jetzt leider gehen, weil ich habe in einer Stunde ein Fernsehinterview. Jego Interview zaraz bude na telebaczeniu через годину. Це дуже важливо. Ви зрозумієте, так. Да. Дякую вам, я вам це розкажу, ми залишимося. Nein, das kann sie nicht übersetzen. Bringen Sie die eigene Übersetzung. So, die Veranstaltung ist. Aber wir möchten bleiben da. Ja, wir.